Einen wunderschönen guten Morgen. Ich laufe jetzt zu meinem Bruder, weil es ist jetzt 9.40 Uhr. Wir werden entweder um 10 oder um halb 11 Uhr abgeholt. Dann fahren wir nach Thüringen, holen dann eventuell Patricks Auto. Aber wir müssen erstmal das Auto anbekommen, weil es jetzt schon fast ewig lang stand. Also ich denke mal, die Batterie wird leer sein. Dann müssen wir den Anlasser noch reparieren, denke ich mal. Mein Bruder hat irgendwas erzählt. Ich kenne mich ja mit Autos nicht so aus. Genau. Ich habe gerade ein Magnum-Eis gegessen als Frühstück. Ich bin eigentlich schon seit 5 Uhr wach. Hab Wäsche gewaschen, mich umgezogen, war duschen. Und um 6 Uhr, nee, um 7 Uhr bin ich dann wieder eingepennt. Ja, weil erst um 9.30 Uhr, nee, um 9, nee, um 8.30 Uhr, oh, ich weiß die Uhrzeit gerade gar nicht mehr. Um 9.30 Uhr sollte ich halt auf jeden Fall loslaufen, dass ich um 10 Uhr bei meinem Bruder bin. Genau. Heute sieht es sehr gewitterhaft aus. Also es ist nur ein bisschen Sonne und sehr dunkle Wolken. Genau. Oh, ich sehe, glaube ich, echt sehr müde aus. So fühle ich mich auch gerade. Genau. Also ich melde mich dann, wenn wir auf der Straße sind. Genau. Bis dann. Ein bisschen mal hier was sehen hier von der Wildnis, Freiheit, was auch immer. So, guckt, wir fahren jetzt hier auf der Autobahn. Da ist gerade hier eine Baustelle, eine große. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Und hinter uns sind so komische Autofahrer. Genau. Der Himmel sieht eigentlich jetzt besser aus wie hier in Ellwang, also wie in Ellwang. Da vorne sieht er dann wieder ein bisschen bewölkt aus wie hinter uns, aber sonst eigentlich alles schön. Ich bin schon so lange keine Autobahn mehr gefahren, es ist unglaublich. Ich habe letztes Mal einen lilanen Kranen gesehen, Leute. Einen lilanen Kranen, habt ihr es auch schon mal gesehen? Einen lilanen Kranen. Also ich habe schon zwei Stück gesehen. Ich kenne eigentlich nur die gelben. Aber ja, genau. Also, so meine liebe Leute, wir sehen jetzt den ersten Halt machen. Hier bei McDonald's, weil die Mina aufs Klo muss und da hinten ist Lidl, aber uns ist heute aufgefallen, heute ist Sonntag. Scheiße war's, heute ist Sonntag. Ja, den habe ich auch schon gesehen, den Heideheimer. Guck mal, die Bundeswehr, die deutsche Bundeswehr, hier Bundeswehr, hässliches Auto, aber Hauptsache Bundeswehr. Ja, jetzt gehe ich irgendwo hin Pipi machen, sonst halt die Fahrt immer aus. Genau, ich melde mich, wenn wir dann den nächsten Halt machen oder wenn wir da sind. Was sagen Sie dazu, zu dieser Autofahrt? Haben Sie was zu sagen? Ich hab dich lieb. Ich freue mich schon so, wenn wir mit deinem Auto fahren. Oh, HDA aus Heidenheim. Also, dies ist so, meine lieben Leute. Wir haben jetzt eine Autobatterie geholt, dass wir mit dem Audi A8 auch nach Hause kommen. Jetzt müssen wir noch 5 Viertelstunden fahren und dann sind wir da. Dann müssen wir erstmal schrauben, arbeiten. Ah ja, genau, müssen wir erstmal Werkzeug holen und dann können wir arbeiten. Und mir ist aufgefallen, dass es hier eindeutig viel kälter ist, also hier, wo wir sind, in irgendeinem, keine Ahnung, wo wir sind. Wo sind wir? Ilmenau. Ilmenau? Keine Ahnung, wo das ist, noch in Deutschland, glaube ich mal. Ja, auf jeden Fall müssen wir noch Werkzeug holen und dann können wir let's fetz schrauben. Ich freue mich schon voll drauf. Ich sitze zwar hinten, aber ich muss immer als Beifahrer, auch wenn ich hinten sitze, immer gucken, ob da ein Auto kommt. Ich weiß nicht, so eine Angewohnheit. In diesem Sinne, bis später. So, meine liebe Leute, guckt mal, hier ist der Wald richtig kaputt von dem Borkenkäfer. Hier. Also, wo ich hier meinen Urlaub gemacht habe, bei meinem Bruder war hier noch alles grün. Und jetzt ist hier alles kaputt. Ja. Guckt euch die Wälder an, sind alle kaputt. Oh, das war ein bisschen zu hell. Guckt euch das mal an. Die waren alle mal so grün wie der Baum hier und jetzt sind sie alle kahl. War alles der Borkenkäfer. Und da, wo ich mit meinem Bruder hier war, da war noch alles schön grün. Nach 600 Metern links abbiegen. Genau, und jetzt ist alles hier kaputt. Was echt schade ist für den Borkenkäfer. Für die Bäume, nicht für den Borkenkäfer. Ups. Genau, jetzt sind wir gleich da und dann melde ich mich, wenn das Auto voll ist. So, meine liebe Leute, wir haben jetzt
eineinhalb Stunden an dem Auto rumgeschraubt und es hat leider nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen ohne dem Audi V8 fahren. Wir hätten das eigentlich, glaube ich, alles hinbekommen, wenn wir jetzt leider nicht die Katzen abgeben müssten zu jemand. Das müssen wir jetzt auch noch machen. Das heißt, wir müssen jetzt zurückfahren, Katzen einladen, zu der Person fahren, wo wir sie abgeben. Und dann nach Hause fahren und ich muss morgen arbeiten. Und ich denke mal, das Video kommt dann erst am Dienstag online. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, aber was soll man machen? Ich weiß gar nicht, wie viele Katzen jetzt hier reinpassen sollen, aber geht schon klar. Müsste ich jetzt die Katzen nicht holen, dann... In diesem Sinne. So, meine liebe Leute, wir haben jetzt die Katzen verladen. Das ist Ramboline. Da unten ist, wie heißt du nochmal? Prinz? Nee, Simba. Das ist Simba. Hier, Simba. Da ganz hinten, hinter meiner Tasche, hat sich nochmal eine Katze versteckt. Ich weiß jetzt nicht, ob man sie gesehen hat. Der Prinz. Und da vorne hier ist Panda. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt gesehen habt, aber genau, wir bringen die jetzt in ihr neues Zuhause. Das neue Zuhause ist kein Tierheim, nein. Das neue Zuhause ist jemand, wo Katzen liebt und die freut sich sehr, dass sie jetzt die Katzen bekommt. Genau. Danke, dass du mein Video leitest, finde ich sehr nett. Genau, also zwei sind in Boxen, zwei sind nicht in den Boxen, die zwei anderen sind sehr entspannt. Also der da hinten ist, glaube ich, echt der entspannteste Kater von alle. Genau. Und der Panda da vorne, der chillt sein Lifestyle, gell? Du chillst dein Lifestyle. Ja, oh, lecker. Genau, also in diesem Sinne melde ich mich, wenn ich dann zu Hause bin. Das mit dem Auto hat leider nicht geklappt. Schade, aber das kriegen wir auch wieder hin. Genau, so sieht's aus. Es regnet draußen jetzt, hier seht ihr's. Und ich melde mich, wenn wir zu Hause sind, weil wir haben jetzt schon